Auch heute will ich wieder versuchen, den Ertrag meiner PV-Anlage zu erhöhen. Diesmal aber ganz anders als im letzten Mal mit meinem Sun-Tracker. Denn heute will ich versuchen, möglichst viel Solarfläche auf ein Panel zu konzentrieren, indem ich einen Reflektor, und zwar hier diesen Fotoreflektor, nutze, um die Solarfläche, die auf das Solarpanel beschienen wird, zu erweitern. Und ob das funktioniert und ob wir wirkliche Ertragssteuerungen messen können, finden wir heute heraus. Der Versuchsausbau ist wie folgt. Hier haben wir den Fotoreflektor. Mit dem will ich ja die Sonne auf das Panel lenken. Um den maximalen Ertrag zu haben, habe ich hier ja meinen MPPT Smart Solar Victron, den 130er, ich weiß, Overkill, aber den habe ich jetzt hier gerade da und den können wir schön mit der Handy-App auslesen. Hier sind Superkondensatoren, die will ich anschließen, denn damit können wir den Ertrag möglichst schnell sehr hoch bringen und einen Motor als weiteren Verbraucher. Das hier ist mein 310 Watt Solarpanel, das kennt ihr von meinem solarbetriebenen Fahrrad und vom Sun-Tracker. Und jetzt schrauben wir das alles mal zusammen, Kabel alle verlegen, hier an den Victron, beide Verbraucher und das Panel zusammenklemmen. Als nächstes schließe ich jetzt hier unseren 12er-Pack 3000 Farad Superkondensatoren an. Dazu habe ich ein ganzes Video gemacht, ob das eine neue Akku-Alternative ist. Wer das noch nicht gesehen hat, checkt es hier mal ab. Ist hier oben verlinkt und schließen wir es an und dann kommt das Solarpanel dran. Alles ist angeschlossen. Plus- und Minuspol vom Panel geht direkt hier in den Victron. Hier PV Plus und Minus. Der 130er hat ja nur einen virtuellen Lastausgang, da er keinen separaten Port hat für Batterie und Last. Haben wir den virtuellen Lastausgang an im Victron und wir haben sowohl den Motor als auch unser Superkondensator-Pack einfach da angeschlossen. Was jetzt natürlich spannend wird, da das Panel horizontal liegt, also gerade, können wir hoffentlich mit unserer Lösung, mit dem Reflektor, sowohl in der Mittagszeit, das heißt, wo die Sonne senkrecht auf das Panel scheint, von sich aus überbrücken, aber auch jetzt nachmittags, wenn die Sonne schon ein bisschen tiefer steht, möglichst viel Sonne auf das Panel lenken. Ob das funktioniert, sehen wir gleich. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, abonniert gerne meinen Kanal, denn hier besprechen wir alle möglichen Themen rund um Photovoltaik und den Einsatz zur Fortbewegung, wie beispielsweise hier an meinem Fahrrad. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. So, jetzt können wir eigentlich mal in die Victron-App gehen und schauen, wie viel Ertrag wir denn jetzt gleich erzeugen. Gerade eben haben wir den Superkondensator-Pack auf circa 10 Volt runterladen lassen. Wir sind jetzt bei 10,23 Volt. Damit starten wir auch gleich, wenn wir mit dem Reflektor den Vergleich machen. Jetzt aktiviere ich den Lastausgang. Ich habe 12 Volt eingestellt und 30 Ampere. Das ist das Maximum, um was geht. Und es ist jetzt an. Und jetzt schauen wir mal. Wir laden jetzt mit 100 Watt circa. Es schwankt gerade ein bisschen, weil ich gerade eben noch Schatten gemacht habe. Aber jetzt soll es sich einpendeln und ihr seht jetzt eine Timelapse von den Daten und dann machen wir gleich den Versuch mit dem Reflektor. Es hat sich jetzt eingependelt bei ca. 144 Watt. Die Bedingungen bleiben weiterhin gleich. Wir lassen es jetzt noch aufladen und dann machen wir den Vergleich mit dem Reflektor. So, wir laden jetzt mit 120 Watt. Und ich versuche jetzt mal, den Reflektor hier auszurichten und wir schauen mal, ob es sich erhöht. Das ist krass. 147, 59, 52, 153, 57, 59, 61. Ja, jetzt sind es wieder ab, wenn ich zu weit nach hinten gehe. Ich denke, so ist schon relativ gut, weil wir haben so gegen 16 Uhr jetzt gerade und die Sonne steht schon so mitteltief und ich glaube, so ist es echt ziemlich gut und wir schauen jetzt mal, wie lange er braucht, das aufzuladen und wir sehen uns gleich, wenn wir die Messwerte ermitteln. Unsere 20-minütige Messzeit ist jetzt rum
Und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn ich den jetzt weg tue. Krass, also es sind circa 27 Watt weniger ohne Reflektor als mit. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die ganzen Messwerte jetzt einmal an und gehen dafür in die Garage und analysieren das. Die beiden 20-minütigen Messperioden sind jetzt rum und wir haben alle Werte ausgewertet. Wir hatten den Vergleich von Reflektor und ohne Reflektor. Der Reflektor hat eine Ertragssteigerung von 35 Watt teilweise gezeigt. Allerdings hat sich über den 20-minütigen Messzeitraum sich es nur so weit rentiert, dass wir ca. 10 bis 15 Wattstunden mehr Ertrag hatten. Das Ganze hat auch ein ganz großes Problem, und zwar ist das Solarpanel deutlich wärmer geworden, dadurch, dass ich den Reflektor genutzt habe. Dass das Ganze funktioniert, zeigt zum Beispiel das Sahara-Projekt. Dabei sind riesige Reflektoren aufgestellt, die die ganzen Sonnenstrahlen auf Hochleistungszellen fokussieren. Diese haben wir hier aber nicht. Dadurch ist mein Solarpanel deutlich wärmer geworden als ohne Reflektor. Und durch steigende Temperaturen, das ist generell bei Elektronik so, sinkt der Effizienz- und Wirkungsgrad. Das haben wir auch gemerkt. Aber ich würde sagen, es hat ganz gut gezeigt, dass theoretisch das Potenzial da ist, wenn wir Hochleistungszellen hätten und diese Kühlung irgendwie aufbringen können, wird es sicher sich lohnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao, ciao. Stomp, I tiptoe. Fell 1,000 times and still I roll no limp though.